Retten, löschen, bergen, schützen. Das kannst du auch bei den Feuerwehren des Erzgebirges. Anderen zu helfen ist deine Motivation? Dann komm ins Ehrenamt, in den aktiven Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wir garantieren dir Ausbildung, Kameradschaft, Tradition und Action. Klingt gut? Melde dich jetzt bei deiner Feuerwehr im Ort. Und wieder fragen wir uns nach dieser Woche, wie konnte denn das passieren? Die Zeiger der Turmuhr am Schneeberger Rathaus sind weg. Nicht einfach weg, weil auch sie saniert werden sollen, sondern weg, weil sie offenbar geklaut wurden. Dreiste Diebe haben wohl ausgenutzt, dass ein Baugerüst am Rathaus steht und die Zeiger fein säuberlich abmontiert. Das sagte Schneebergs Bürgermeister Ingo Seifert gegenüber den Medien. Ihm wäre das Fehlen der Zeiger zwar längst aufgefallen, allerdings wollte er zunächst intern prüfen, ob sie nicht doch wegen der Sanierung entfernt wurden. Wurden sie nicht. Und wir haben mal nachgesehen im Archiv, am 3.6. war ein ErzTV-Kameramann dort und hatte auch das Rathaus mit im Bild. Wenn man ganz genau hinsieht, fehlen die Dinger hier auch schon. Ursprünglich ging es allerdings nicht ums Rathaus, sondern um das Haus daneben. Trotzdem logisch, dass dem Bürgermeister die Hutschnur hochgeht, wenn jemand einfach mal auf das Gerüst hochklettert und die Zeiger abflext. Das sei nicht nur dreist, sondern hochgradig würdelos. Er rief deshalb alle Metall- und Schrotthändler auf, derartige Dinge nicht anzunehmen und stattdessen die Personalien an die Stadt zu melden. Damit dürften die Zeiger bei den Dieben auch nur noch ideellen Wert genießen. Das war ein Thema bei uns in den vergangenen Tagen. Noch mehr jetzt im Rückblick. Glück auf bei ErzTV Woche. Das Naturtheater Greifensteine ist die Felsenbühne mitten im malerischen Greifensteingebiet bei Ehrenfriedersdorf im Erzgebirge. Das Eduard von Winterstein Theater an der Berg Buchholz macht den Platz mit der Naturbühne an den einzigartigen Granitfelsen seit den 1950er Jahren zur warmen Jahreszeit mit Theateraufführungen lebendig. Am kommenden Freitag wird die neue Saison mit dem Kinderstück von Thomas Birkmeier, Der Zauberer von Oz, eröffnet. Im Laufe der Spielzeit lockt die schönste Felsenbühne Europas dann mit 3 Premieren. Außerdem sind 5 weitere Stücke im Repertoire. Als erste Premiere wird am Donnerstag, dem 11. Juli um 15 Uhr, eine neue Hotzenplotz-Geschichte, wieder mit Leander de Marell in der Titelrolle, zu erleben sein. Nachdem der Räuber an den Greifensteinen kein Unbekannter ist, heißt es im Sommer 2019, Neues vom Räuber Hotzenplotz. Das Ganze wieder nach dem Kinderbuchklassiker von Ottfried Preußler. Ab Samstag, dem 27. Juli, 21 Uhr, kommen bestimmt alle Rhythm & Blues-Anhänger beim Besuch der Musical Night mit den Blues Brothers auf ihre Kosten. Und mit Die Schatzinsel am Sonntag, dem 18. August, 15 Uhr, rundet sich das Angebot der diesjährigen Greifenstein-Festspiele auch für alle Abenteuerfreunde ab. Im Programm bleibt neben dem Zauberer von Oz natürlich auch Astrid Lindgrens Ronja Räubertochter, die bereits seit 2 Sommern alle Kinder begeistert. Wir halten weiter in unseren Veranstaltungstipps auf dem Laufenden. Ein heißer Wochenstart, nicht nur von den Temperaturen her. Hier sind die Nachrichten aus der Region am Montag. Glück auf! Der erste Oberbürgermeister der neuen Stadt Aue, Bad Schlema, steht fest. Im zweiten Wahlgang konnte sich CDU-Mann Heinrich Kohl durchsetzen. Für Kohl, bekannt als OB der Stadt Aue, votierten 42% der Wähler. Der bisherige Bürgermeister von Bad Schlema, Jens Müller von den Freien Wählern, kam auf 32,9% der Stimmen. Auf Stefan Hartung, der als Einzelkandidat antrat, entfielen 18,2 und auf Andreas Rössel von den Linken 6,9%. Im zweiten Wahlgang lag die Wahlbeteiligung bei 48,2%. In Bad Schlema konnte am Freitag der neu gestaltete Spielplatz am Kurpark übergeben werden. Der Baubeginn für den Themenspielplatz Zwergenwelt war vor einem Jahr. Im Verlauf der Arbeiten zeigten sich Behinderungen hinsichtlich der Anbindung einer Drainage an eine Bestandsleitung entsprechend vorliegender Bestandspläne. Eine Bestandsleitung konnte nicht gefunden werden, sodass ein Anschluss an das vorhandene Entwässerungssystem notwendig wurde.
Weitere Schwierigkeiten zeigten sich bei dem vorhandenen Baugrund, welcher nicht die notwendige Festigkeit aufwies und somit Bodenverbesserungen notwendig wurden. Die Gesamtkosten sind daher höher als geplant ausgefallen und belaufen sich auf rund 440.000 Euro. Im Plan ist derzeit noch der Spielplatz am Weinberg, für den unter anderem zugewiesene Fördermittel einer Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raums eingesetzt werden sollen. Der Wanderweg über die Mauerkrone der Talsperre Seidenbach bei Pockau-Lengefeld ist seit Montag aufgrund von Bauarbeiten gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Oktober an. Erst danach kann der Weg wieder für die Öffentlichkeit freigegeben werden. Die veränderte Streckenführung ist an den Wanderwegen ausgeschildert. Gebaut wird ein Bedien- und Wartungspodest als Metallbaukonstruktion, das in der Mauerkrone verankert wird. Von dort aus können künftig die variable Wasserentnahme und die Verschlussarmaturen der Trinkwassertalsperre bedient und gewartet werden. Außerdem werden die nötige Mess- und Steuerungstechnik installiert. Dafür investiert der Freistaat Sachsen rund 300.000 Euro. Die Talsperre Seidenbach wurde zwischen 1929 und 1933 gebaut und liefert Rohwasser zur Trinkwasseraufbereitung. Sie hat zudem eine Bedeutung für den Hochwasserschutz im Flussgebiet der Flöha. Die Erschließung der Annaberger Innenstadt mit Fernwärme schreitet voran. Beide große Baustellen in der Klosterstraße und in der Buchholzer Straße wandern zügig weiter. Mit der Verlegung der Wärmeleitungen bringen die Stadtwerke Annaberg-Buchholz Datenkabel ein. Die Strom- und Gasleitungen werden modernisiert. Zugleich überholen Erzgebirge Trinkwasser GmbH und Abwasserzweckverband Oberes Zschopau und Seematal ihre Netze. Dieses Haus in Erlach-Krahndorf steht nicht mehr. Eine für den Abriss notwendige Straßensperrung ist aufgehoben. Das leerstehende und marode Wohngebäude befand sich oben am Ortsausgang des Schwarzenberger Ortsteils, da wo sich die Krahndorfer Straße in Richtung Rittersgrün und in Richtung Breitenbrunnen gabelt. Die Stadt hatte das Haus für einen symbolischen Euro erworben und für den Abriss veranlasst. Das Abi schon oder bald in der Tasche und planlos, wie es weitergeht. So geht es vielen jungen Menschen auf der Zielgeraden der letzten 2-3 Schuljahre bis zum Abiball. Manch anderer weiß genau, was er studieren möchte, hat aber noch nicht das richtige Praxisunternehmen an der Hand. Die erste Studienmesse, Dual Erz, sollte am vergangenen Freitag in Annaberg-Buchholz für ein duales Studium begeistern. Die Vielfalt der dualen Studiengänge ist enorm. Über 40 Studiengänge der Berufsakademie Sachsen, von Baubetriebsmanagement über Digital Engineering bis hin zu Sozial- und Gesundheitswesen, präsentierten sich gemeinsam mit 32 Praxispartnerunternehmen aus dem Erzgebirge. Diese Pilotveranstaltung wurde in Zusammenarbeit der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH mit der Berufsakademie Sachsen initiiert und sowohl von der IHK Chemnitz, Regionalkammer Erzgebirge, als auch von der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz unterstützt. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Innenminister Professor Dr. Roland Wöller haben in Dresden die neue Solidaritätskampagne für Einsatzkräfte Sachsen hält zusammen gestartet. Symbol dieser Kampagne ist eine blau-rot-weiße Helferschleife. Mit dieser Schleife kann jeder nach außen sichtbar seine Verbundenheit und seinen Respekt gegenüber ehrenamtlichen, aber auch hauptberuflichen Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz oder Polizei zeigen. Die Farben der blau-rot-weißen Helferschleife stehen stellvertretend für Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Die Helferschleife ist kostenlos erhältlich und kann im Sächsischen Staatsministerium des Innern über die Website ehrenamt-mit-blaulicht.de bestellt werden. Am Montag war beim FC Erzgebirge Aue Trainingsauftakt für die Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Da stand fest, auf wen das Team von FCE-Cheftrainer Daniel Mayer in der ersten Runde des DFB-Pokals trifft. Die Veilchen müssen beim FSV Wacker 90 Nordhausen antreten. Die Thüringer spielen in der Regionalliga. Am Freitag hatte der FCE den 2. Neuzugang vorgestellt. Die Auer haben Nicolas Sessa vom VfR Aalen verpflichtet. Der offensive Mittelfeldspieler unterschrieb einen 2-Jahres-Vertrag bei den Veilchen.
In Annaberg-Buchholz wurde ein Sprayer auf frischer Tat ergriffen. Nach einem Hinweis durch eine Anwohnerin stellten Polizisten in der Nacht auf Sonntag einen 60-jährigen Mann fest, der kurz zuvor eine Hauswand im Wohngebiet Adam Ries mit einer Buchstabenkombination besprüht hatte. Der Tatverdächtige hielt beim Eintreffen der Beamten noch eine Spraydose in der Hand. Zudem wurden zwei weitere Dosen aus seinem Besitz sichergestellt. Das zur Rede stehende Graffito ist 2,60 Meter mal 1,20 Meter groß. Die Kosten für die Beseitigung der Schmiererei werden sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Gegen den 60-Jährigen wird indes wegen Sachbeschädigung ermittelt. Spielfreude pur war am vergangenen Wochenende beim diesjährigen Thumer Orchestertreff angesagt. Start zur 29. Auflage war am 14. Juni, wo auch die Bläserjugend des Vereins Jugendblasorchester der Stadt Thum seinen Auftritt hatte. Der Thumer Orchestertreff hat seinen festen Termin im Kalender. Er findet immer am Wochenende nach Pfingsten statt. In diesem Jahr unterhielten rund 1000 Musiker in 50 Kapellen die Musikfreunde im Erzgebirge. Zum Programm gehörten erneut zahlreiche Außenkonzerte. Mehr über die Auftaktveranstaltung können interessierte Zuschauer ab kommenden Samstag bei ErzTV das Magazin sehen. Bereits zum dritten Mal hat der Feuerwehrverein Brünnlos zu einem Traktorentreffen eingeladen. Die Antwort auf die Frage, warum im Zwönitzer Ortsteil eine solche Veranstaltung vom Feuerwehrverein organisiert wird, ist simpel. 2017 überwachte die Brünnloser Feuerwehr die Anlieferung von Holz für das alljährlich stattfindende Hexenfeuer. Dabei fiel den Feuerwehrleuten vor Ort die Vielzahl der unterschiedlichsten Fahrzeuge auf, mit denen die Brünnloser so unterwegs waren. Da wurde die Idee und der Gedanke bei der Freiwilligen Feuerwehr Brünnlos geboren, man müsste einmal all diese Fahrzeuge auf einem Platz versammeln und in einer öffentlichen Schau präsentieren. Von 2017 bis zum heutigen Tag. Was hat sich in Bezug auf diese Veranstaltung verändert? Seither getan hat sich, dass wir jetzt mehr Traktoristen aus anderen Orten da haben, die mit ihrer Technik aufgefahren sind. Erst waren wir nur reine Brünnloser Veranstaltung. Es hat sich aber jetzt mehr rumgesprochen. Und jetzt ist das Feld sehr unterschiedlich aufgestellt. Viele verschiedene Maschinen. Und man trifft sich halt zu Gesprächen. Ich muss sagen, es ist eigentlich ein schönes Treffen, zwanglos, ohne kompletten Ablauf, außer die Ausfahrt dann. Also ich muss sagen, es hat sich gesteigert hier, die ganze Sache. Es macht Spaß. Und Spaß hatten auch die jüngsten Besucher, denn auch sie kamen nicht ohne ihren fahrbaren Untersatz zum Treffen. Alle Fahrzeuge wurden an offizieller Stelle angemeldet. Hier standen der Typ, die PS und das Baujahr im Mittelpunkt der Registrierung. Am Ende wurden 41 motorisierte Fahrzeuge angemeldet. Das älteste Fahrzeug war ein Lanz Bulldog von 1939. Was früher den Landwirten die Arbeit erleichterte, ist auch heute noch eine Hilfe. Auch wenn es nicht den Anschein hat, ist es gerade die simple Technik, die Traktoren bis heute am Leben laufen hält. Es ist kaum vorstellbar, dass moderne, elektronikgesteuerte Traktoren von heute in 50 Jahren auch noch aus eigener Kraft zu so einer Schau fahren können. Das wurde in den Gesprächen der Teilnehmer immer wieder betont. Fein herausgeputzt standen auch Zweirad-Oldtimer zur Besichtigung bereit. Für diesen Tag wurde außerdem eine Rundfahrt durch Brünnlos organisiert. Im Ort wurde zur Schau gestellt, was man mit Liebe hegt.
Alle Fahrzeuge, die mit am Rundkurs teilnahmen, haben es aus eigener Kraft wieder auf den Dorfplatz geschafft. Dort angekommen, wurde sich noch einmal positioniert. Nun gibt es ja das bekannte Sprichwort, aller guten Dinge sind drei. Wird es nach dem dritten Treffen eine Fortsetzung der Traktorenschau geben? Es wird wahrscheinlich 2021 das nächste Treffen geben. Wir werden es im 2-Jahres-Rhythmus weitermachen. Jährlich wird uns zu viel mit der Veranstaltung. Gönnen wir den Organisatoren der Feuerwehr Brünnlos eine Pause, denn auch so ein Traktortreffen ist mit viel Aufwand und intensiver Freizeit verbunden. Glück auf, hier sind Ihre Regionalnachrichten. Einbrecher haben in Gelenau am vergangenen Wochenende hohen Schaden angerichtet. Mit einer aufgefundenen Leiter schlugen die Unbekannten eine Fensterscheibe einer Praxis nahe der Straße der Einheit ein und gelangten so ins Innere. Zuvor hatten die Einbrecher bereits versucht, die Hauseingangstür aufzuhebeln, um ins Gebäude einzudringen. Aus der Praxis entwendeten die Täter nach bisheriger Kenntnis einen PC, verschiedene Spezialtechnik, einen Brennofen sowie eine Geldkassette im Gesamtwert von mehreren 10.000 Euro. Im Ergebnis der Spurensicherung am Tatort ist davon auszugehen, dass die Einbrecher über das erwähnte Fenster die Praxisräume wieder verlassen haben. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor. Ein schwerer Unfall hat sich am Montag in Burkhardsgrün ereignet. Ein Postauto war von der Hauptstraße abgekommen und eine leichte Böschung hinuntergefahren. Der Transporter überschlug sich und kam in einem Vorgarten auf dem Dach zu liegen. Die Feuerwehren aus Burkhardsgrün, Schorlau und Bockau waren im Einsatz. Bei unserem Eintreffen waren bereits zwei Ersthelfer vor Ort und der Rettungsdienst gerade vor Ort eingetroffen. Die Person wurde schon von den Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit. Der Rettungsdienst hatte seine Aufgaben schon übernommen. Das Fahrzeug war leicht gesichert. Wir haben das dann nochmal richtig gesichert, dass das nicht mehr verrutschen kann. Und die Frau wurde dann mittels Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin hatte sich beim Unfall schwer verletzt. Aufgrund des Unfalls war die Burkhardstorfer Hauptstraße mehrere Stunden gesperrt. Haupt- bzw. Königssponsor des zweiten internationalen Märchenfilmfestivals Fabulix sind die Stadtwerke Annaberg-Buchholz. Im geschichtsträchtigen ehemaligen Jugendstil-Stadtbad von Annaberg-Buchholz wurde die offizielle Sponsorenurkunde von Oberbürgermeister Rolf Schmidt sowie Kai Aschermann, Vorstand der Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG, unterzeichnet. Mit der erstmaligen Nutzung des Stadtbades als Filmlocation des Festivals wird die Aufführung ganz besonderer Filme an einem nicht alltäglichen Ort möglich. Bekannte und verborgene Schätze der Märchenfilmwelt werden hier präsentiert. Auch eine Premiere wird im Stadtbad gefeiert. Am 29. August wird der Spielzeugprinz erstmals zu sehen sein. Es ist ein Märchenfilm des Drehbuchautors und Produzenten Udo Neubert aus Schwarzenberg. 25 Jahre Aussichtsturm auf dem Scheibenberg hat der Erzgebirgszweigverein der Stadt gefeiert. Am vergangenen Sonnabend wurde ein Programm geboten. Natürlich gab es beim Tag der offenen Tür die Möglichkeit, sich an der Aussicht vom Turm zu erfreuen. Das schlanke Bauwerk mit seinen 132 Stufen hinauf zur Plattform in über 22 Metern Höhe war am 4. Juni 1994 eröffnet worden und erfreut sich auch nach einem Vierteljahrhundert an Beliebtheit. Der Aussichtsturm ist das Zugpferd für einen Besuch auf dem Scheibenberg. Doch auch bei einer Wanderung zum bzw. auf dem Hausberg der gleichnamigen Stadt lässt sich so manches entdecken. Zahlreiche Gäste strömten am vergangenen Sonntag im Rahmen der Veranstaltung Offenes Regierungsviertel zur Sächsischen Staatskanzlei. Sie trafen dort unter anderem auf verschiedene Angebote sächsischer Vereine und Unternehmen. Mit dabei war auch der WSC Erzgebirge Oberwiesenthal mit der Möglichkeit, sich mit Hilfe einer Wii-Konsole im Skispringen auszuprobieren sowie mit einem Biathlon-Schießstand. Die Oberwiesenthaler rund um WSC-Geschäftsführer Christian Freitag haben die Werbetrommel für die Ski-Junioren-Weltmeisterschaft gerührt, die 2020 in Kurort Oberwiesenthal stattfinden wird.
Wir machen sportlich weiter. Bei der 17. Austragung der Ostdeutschen Meisterschaft in Schönebeck hatten die Zwönitzer Taekwondo-Sportler am 15. Juni einige Gründe zum Jubeln. Sie konnten 7 ostdeutsche Meistertitel gewinnen. Am Ende sicherte sich das Team der Abteilung Taekwondo des Zwönitzer HSV 1928 den 4. Platz in der Mannschaftswertung. Was kommt im Fußball raus, wenn ein Aufsteiger in die 3. Liga auf eine Mannschaft aus der 2. Kreisklasse trifft? Eine Antwort wurde am Sonntag in Lugau gegeben. Dort war der Chemnitzer FC zu Gast. Die Himmelblauen ließen sich beim ersten Testspiel in Vorbereitung auf die neue Saison nicht lumpen. Auf dem Sportplatz an der Salominer Straße trafen die Gäste insgesamt 30 Mal ins Tor des Lugauer SC. Wir ersparen es uns, alle Torschützen zu nennen. Das Spiel war trotz Niederlage gewissermaßen der passende Auftakt in die Feierlichkeiten 100 Jahre Fußball in Lugau. Das eigentliche Festwochenende findet vom 28. bis 30. Juni statt. Dann wird die erste Mannschaft des Lugauer SC gegen eine Traditionsmannschaft des FC Erzgebirge Aue antreten. Termin ist Sonntag, der 30. Juni, 15.30 Uhr. 30 Tore sind dann wahrscheinlich nicht zu erwarten. Last but not least, Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat seine Offensivabteilung weiter verstärkt. Ab sofort trägt Stürmer Christoph Daferner das Trikot der Veilchen. Der 21-Jährige, der beim Trainingsauftakt am Montag vorgestellt wurde, kommt auf Leihbasis vom Bundesligisten SC Freiburg für ein Jahr nach Aue. Beim FC Erzgebirge trägt Neuzugang Daferner künftig die Rückennummer 33. FCE-Cheftrainer Daniel Mayer zur Neuverpflichtung. Christoph hat eine hervorragende Ausbildung in Freiburg genossen. Er hat im letzten Jahr sein Bundesliga-Debüt gefeiert, was für eine hohe Wertschätzung im Club spricht. Ein Stürmer, der vieles verkörpert, was wir gesucht haben, nachdem wir Emma jetzt nicht mehr bei uns haben. Geschwindigkeit, Beidfüßigkeit, Körpergröße, Beweglichkeit. Das ist ein Junge, der uns Spaß machen wird dieses Jahr. Das Ehrenmal auf dem Huthübel in Hormersdorf ist schon von Weitem zu erkennen. Aber nur wenige derer, die daran vorbeifahren, kennen die Bedeutung des Bauwerkes. Ja, also wir befinden uns hier beim Hormersdorfer Ehrenmal oder auch Hormersdorfer Mahnmal genannt. Bei dem Namen scheiden sich die Geister. Hier ist der Ehrenmal. Das ist 1929 gebaut. Da wurden damals die Namen der Gefallenen vom Ersten Weltkrieg hier initiiert und seit ungefähr 2010 sei Überlegungen, die Namen der gefallenen Hormersdorfer vom Zweiten Weltkrieg nachzurüsten. Ja, Thomas, wie kommst du dazu? Ja, also angedacht war ja außenrum von dem Künstler mit pultähnlichen Steinen, aber jenseits von unseren finanziellen Möglichkeiten die Namen vom Zweiten Weltkrieg, die Gefallenen und Vermissten. Und da sind wir dann hier drauf gekommen, gegossenen Tafeln. Alugusstafeln. Ja. Auf diesen 3 neu angefertigten Alugusstafeln stehen heute 179 Namen von Hormersdorfern, die im Zweiten Weltkrieg gefallen sind oder als vermisst gemeldet wurden. Genannt werden aber auch jene, die an den Spätfolgen des Krieges verstarben. Damit dieses Projekt in Hormersdorf umgesetzt werden konnte, hat man so einiges auf die Beine gestellt. Das geht seit Januar 2018. Da haben wir einen Spendenaufruf gestartet. Damals im Dorfgemeinschaftshaus zum Löwen. Da haben wir einen Kinofilm gezeigt, die Galgenbrücke. Der Film, der ist 1988 teilweise in Hormersdorf gedreht worden. Dort war der erste Spendenaufruf. Dort sind einige 100 Euro schon zusammengekommen und infolgedessen noch einmal im Wochenblatt in Aufruf gestartet, in der freien Presse Aufruf gestartet und bis ca. 5.400 Euro zusammengekommen waren und da konnten wir dann loslegen. Die Tafeln haben insgesamt 4.200 Euro gekostet. Zum Glück haben wir viel selber gemacht, da haben wir einiges gespart und das restliche Geld haben wir in Verfugen gesteckt, wie man hier so sieht.
Nachdem die Fugen des Mauerwerkes nun neuen Halt bekommen haben, hat sich eine Arbeitsgruppe Ehrenmal gebildet. Diese Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, die drei Tafeln im Inneren des Denkmals zu befestigen und ihnen damit einen würdigen Platz zu geben. Um einiges an Geld zu sparen, hat es viel Eigeninitiative der Initiatoren gekostet. So wurden zum Beispiel die Buchstaben der 179 Namen und Sprüche in Eigenleistung aufgebracht und als Negativform an die Gießerei übergeben. Ja, es sind ja erhebliche Summen zusammengekommen an Spenden. Ich möchte mich hiermit nochmal ganz herzlich an die ganzen Spender herzlichst bedanken. Die offizielle Einweihung der Tafeln wird im Beisein der Initiatoren und des Posaunenchors am 23. Juni um 16 Uhr auf dem Huthübel am Ehrenmal stattfinden. Dazu sind alle Hormersdorfer und Gäste herzlich eingeladen. Es ist Mittwoch, hier sind Ihre Nachrichten aus dem Erz-TV-Land. Glück auf, schön, dass Sie dabei sind. Eibenstock ist um eine Attraktion reicher. Zu Monatsbeginn eröffnete Hartmut Funke, der Geschäftsführer des Reit- und Sporthotels Eibenstock, im Beisein des stellvertretenden Bürgermeisters Oliver Ternig einen Pferdelehrpfad an der Reitanlage. Auf insgesamt 17 Schautafeln entlang eines ca. 2 Kilometer langen Rundweges erfährt man Wissenswertes über das Pferd und seine Lebensbedingungen. In einem Quiz kann man sein Wissen zum Thema Pferd unter Beweis stellen. Der THW-Ortsverband Aue-Schwarzenberg hat am vergangenen Sonnabend in Breitenbrunn gemeinsam mit den Kameraden der Ortsfeuerwehr Eibenstock und der DAK-Bereitschaft Aue-Schwarzenberg eine Ausbildungsmaßnahme zur technischen Hilfeleistung absolviert. Und zwar geht es hier um technische Hilfeleistung allgemein im Verkehrswesen. Das Hauptaugenmerk liegt dort auf Personenrettung und entsprechende Sicherung der Fahrzeuge. Das ist letztendlich Hauptaugenmerk liegt dort bei der Feuerwehr im Einsatzbereich. Wir nutzen das aber ganz gerne bei entsprechend Großschadenslagen, dass der DAW dort unterstützend mit angefordert werden kann. Sagt Martin Dittrich, Zugführer beim THW, über die gemeinsame Rettungsausbildung. Und Andreas Wawarek, Ausbilder bei der Eibenstocker Feuerwehr, ergänzt: THW und Feuerwehr arbeiten aus dem Grund zusammen, weil wir das ganze Equipment mit dabei haben, diese ganze technische Rettung, Schere, Spreizer, Rettungszylinder, und das THW doch mit dazukommen könnte, wenn es zu größeren Lagen kommt und die uns einfach technisch und materialmäßig, personellmäßig zu unterstützen. Auf dem Gelände der Firma Raar Carports wurde ein Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen nachgestellt. Geübt wird heute eine Verkehrsunfalllage, einmal Frontalaufprall, Überschlagslage und eine Seitenlage. Das sind letztendlich auch die Grundlagen, die relativ oft anzutreffen sind bei Verkehrsunfällen, um dort ganz einfach Handgriffe zu festigen und dort letztendlich weiter zu üben und zu trainieren, dass das im Einsatzfall dann auch funktioniert. Wichtig ist auch das Zusammenspiel mit dem Rettungsdienst. Bei der gemeinsam ausgeführten Ausbildungsübung konnten die Kameraden von Feuerwehr und THW sehen, wie der Rettungsdienst bei einem Verkehrsunfall am Fahrzeug arbeiten muss. Gut geschult zu sein ist wichtig. Wünschenswert bleibt, dass das Wissen möglichst selten angewendet werden muss. Am Montag war in Burkhardsgrün ein Postfahrzeug an der Hauptstraße einen Abhang hinuntergestürzt. Wir hatten berichtet. Inzwischen steht die Höhe des entstandenen Sachschadens fest. Der materielle Schaden wird von der Polizei mit ca. 30.000 Euro angegeben. Der VW war an einem Grundstück auf dem Dach zum Liegen gekommen, wobei noch ein Pavillon samt Einrichtungsgegenständen beschädigt wurde. Die Erzgebirgische Aussichtsbahn musste am Sonnabend bei einer Fahrt eine Gefahrenbremsung einleiten. Dabei wurde eine 32-jährige Frau in der Bahn leicht verletzt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Offenbar war ein blauer VW Caddy mit Annaberger Kennzeichen gegen 15.30 Uhr den Emlerweg aus Richtung Raschau in Richtung Scheibenberg gefahren. Am Bahnübergang Emlerweg kreuzte der VW die Gleise der Erzgebirgischen Aussichtsbahn, offenbar ohne dabei auf die herannahende Bahn zu achten. Einen Zusammenstoß zwischen der stark bremsenden Bahn und dem Auto gab es nicht. Der VW fuhr in Richtung Scheibenberg davon. Wer keine Angaben zum Unfallhergang bzw. zum unbekannten Fahrzeugführer des VW machen.
Unter Telefon 03771 120 werden Hinweise im Polizeirevier Aue entgegengenommen. Erstmals fand am vergangenen Freitag in Annaberg-Buchholz die Studienmesse Dual Erz statt. Wir hatten berichtet, am Ende der Veranstaltung in der Festhalle resümierte Matthias Liske, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH: Bei allem, was man das erste Mal tut, ist ein bisschen Abenteuer dabei. Aber wir müssen gemeinsam neue Formen finden, um die guten, vielseitigen Angebote eines dualen Studiums an die jungen Leute zu bringen. Etwa 300 Gymnasiasten aus der ganzen Region waren gekommen, um sich über die 40 Studiengänge der Berufsakademie Sachsen mit ihren 7 Standorten und 32 Praxispartnerunternehmen aus dem Erzgebirge einen Überblick zu verschaffen. Mit Blick auf die Resonanz sagte Professor Dr. Uwe Schneider, stellvertretender Direktor der Berufsakademie Breitenbrunn: Da zählt nicht die Masse, sondern jeder einzelne echt Interessierte. In Schneeberg werden zwischen der Gottlieb-Heinrich-Dietz-Straße und der B93 Markierungsarbeiten durchgeführt. Dabei kommt es bis zum 12. Juli auf dem Friedensring, Thomas-Münzer-Straße, Karl-Liebknecht-Straße und der Bruno-Dost-Straße in einigen Abschnitten zu Vollsperrungen. Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, kann die Stadtverwaltung Schneeberg keine genauen Termine für die jeweilige Vollsperrung bekannt geben. Mit Rosen und Zertifikaten verabschiedeten in Aue Heimleiter Ralf Günther vom Diakonissenhaus Zion und Reinhild Wörheide vom Wörheide-Konzepte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kursreihe Begleitung im Andersland. Aus der Kursreihe ist eine Alzheimer-Angehörigengruppe entstanden. Die Teilnehmer treffen sich zum ersten Mal am 10.07.2019 um 19 Uhr im Diakonissenhaus Zion, Schneeberger Straße 98 in Aue. Im Vordergrund des zu Ende gegangenen Kurses, der in Kooperation mit den Pflegekassen angeboten wurde, stand neben der Informationsvermittlung auch der Austausch von persönlichen Erfahrungen. Insbesondere die inhaltlichen Aspekte zum Krankheitsverlauf und zum Umgang mit den Demenzkranken sowie die Entlastungsmöglichkeiten gaben einen Überblick über die Möglichkeiten, auch einmal an sich selbst zu denken. Die vertrauensvolle Gruppenatmosphäre ermöglichte offene Gespräche. Viele Tipps und Tricks gaben die Angehörigen als eigentliche Experten untereinander weiter. Neue Interessenten für dieses Angebot und für die Alzheimer-Angehörigengruppe können sich unter der Telefonnummer 03771 497125 näher informieren. Die Renovierung des Vereinshauses, ein neuer Trikotsatz für den Nachwuchs oder vielleicht ein neues Sportgerät. Für notwendige Anschaffungen fehlt vielen Sportvereinen häufig das nötige Geld. Mit ihrer Kinder- und Jugendarbeit leisten diese einen unverzichtbaren Beitrag für die Integration und sportliche Bildung, vor allem in ländlichen Regionen. Allein in Sachsen bringen rund 4.400 Sportvereine über 660.000 Menschen tagtäglich in Bewegung. Mit einer Vereinsaktion möchte die AOK Plus ihnen deshalb finanziell unter die Arme greifen. Bis zum 31. Juli 2019 können sich Vereine aus Thüringen und Sachsen unter gesundetaten.de um eine Finanzspritze für die Vereinskasse bewerben. Danach wird wöchentlich ein Gewinner pro Bundesland ausgelost, der damit 1.000 Euro sicher hat. Die Handballer vom EHV Aue treffen in der ersten Pokalrunde, die in einem Viererturnier ausgespielt wird, in der Gruppe Süd zunächst auf Zweitliga-Aufsteiger HSG Konstanz. Die zweite Partie spielt der Erstligist, die Eulen Ludwigshafen, gegen die SG Leutershausen. Die Sieger beider Partien treffen dann aufeinander. Der Austragungsort des Turniers steht noch nicht fest. Doch dieses Mal wird der EHV Aue bestimmt reisen müssen, denn die Drittligisten haben das Erstrecht auf die Austragung der Partien. Daher wird wohl in Leutershausen oder Konstanz gespielt. Sommerzeit ist Schwammezeit und gute Pilze lassen sich durchaus finden, wie unsere aktuellen Bilder aus Oberpfannenstiel zeigen. Am Ende ihrer anderthalbstündigen Tour ziehen die beiden Schwammesucher mit Blick auf das Ergebnis im Korb das Fazit: Es darf ruhig noch etwas mehr regnen. Der Boden auch im Wald ist schon wieder sehr trocken.
Die Schauer und Gewitter, an die wir uns vielleicht erinnern, waren nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Knapp 11.000 Besucher aus nah und fern haben am vergangenen Wochenende bei wunderbarem sommerlichen Wetter am Filzteich ein großes Fest gefeiert. Urlaubsfeeling und Partystimmung im Schneeberger Strandbad. Bereits am Freitagabend krachte es ordentlich auf unserer großen Showbühne mit Break Free und ihrer Queen Tribute Show und Breakout. Am Sonnabend wurden die 30 Hüpf- und Erlebnisburgen von zahlreichen Kindern fortwährend in Beschlag genommen. Der Nachmittag wurde von einem bunten Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie umrahmt. Am Abend war dann Party angesagt. Eine Multimedia-Show mit Feuerwerk, Lasershow, schwebenden Tänzerinnen und den fliegenden Sachsen, die in über 30 Meter Höhe ihre akrobatischen Leistungen zeigten, war in diesem Jahr ein besonderes Spektakel über dem nächtlichen Filzteich und wurde mit Begeisterung aufgenommen. Mit Impressionen vom Filzteichfest stimmen wir Sie auf einen Beitrag ein, den Sie ab Sonnabend in ErzTV das Magazin sehen können. Die kleine Abkühlung draußen tut echt gut, da muss man während der Nachrichten nicht nochmal los und Getränke holen. Glück auf, hier wieder das Neueste aus der Region für Sie. Die neue Fußgängerzone in der Buchholzer Straße in Annaberg-Buchholz nimmt Gestalt an. Zum Sommeranfang ist ab dem 21. Juni ein erstes Teilstück nutzbar. Es handelt sich um eine gepflasterte Fläche, die künftig als Aufenthaltsbereich mit Grün und Bänken gestaltet werden soll. Ab Freitag dient sie als barrierefreier Zugang zum Kulturzentrum Erzhammer, zur Manufaktur der Träume und zur Touristinformation Annaberg-Buchholz. Der bisherige Eingang zur Manufaktur der Träume und zur Touristinfo muss zunächst wegen weiterer Bauarbeiten gesperrt werden. Ab jetzt führt eine Radstrecke durch Lößnitz. Von 35 Tourteilnehmern wurde sie am 18. Juni auf einer 7,5 Kilometer langen Erstbefahrung von Aue-Alberoda bis hinauf zum Katzenstein im Lößnitzer Ortsteil Affalter symbolisch eingeweiht. Der Lößnitzer Radweg ist die direkte Verbindung zwischen dem Zwönitztal-Radweg und dem Mulde-Radweg. Bürgermeister Alexander Troll sagte im Radfahrertrikot: Mit der heutigen Verbindung soll der Bogen geschlagen werden zur überregionalen Route Chemnitz-Karlovy-Vary, die in Teilen schon besteht und weiter fortgeführt werden soll. Und insbesondere wird dort natürlich auch die Verbindung hergestellt zu den Radstrecken, die rund um Zwönitz verlaufen. Andererseits führt uns allerdings auch die Verbindung heute, die wir bis zum Katzenstein befahren werden, zum Anschluss an die Strecke Richtung Stolberg, Richtung Chemnitz, über das Wasserschloss Lachenbach, also über den Eisenweg. Genutzt werden öffentliche Straßen in Lößnitz und Affalter. E-Bikes können auf dem Lößnitzer Markt betankt werden. Mit dem neuen Angebot will Lößnitz bei Radtouristen punkten. Man habe, so Bürgermeister Troll, viel zu bieten. So führe die Radstrecke an 7 Gastronomiebetrieben vorbei.
Die Kindertagesstätte Bienenkorb in Leukersdorf hat neuerdings mehrere neue Spielgeräte. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 30.000 Euro. Rund zwei Drittel wurden über Spenden finanziert. Der Rest des Betrages wurde über Eigenmittel der Gemeinde gedeckt. Neu zur Verfügung stehen den aktuell 85 Kindern 11 Holzpferde, ein Kletter- und Balancierparcours sowie ein Bienenkorbhäuschen mit einer Rutsche. Nochmal in die Annaberger Innenstadt. Eines der umfangreichsten und ehrgeizigsten Bauvorhaben der letzten Jahre geht in der Kreisstadt seiner Vollendung entgegen. Jetzt am Sonnabend wird die Scheibnerstraße auf ganzer Länge wieder für den Verkehr freigegeben. Seit November 2016 wurden im Bereich zahlreiche Baumaßnahmen realisiert. Dazu gehörten bis zum Mai 2018 die komplette Sanierung der Stützmauer zur Buchholzerstraße und der damit verbundene Einbau eines bewährten Erdesystems, die Installation einer neuen Straßenbeleuchtung sowie der Fußwegbau an der Buchholzerstraße. Wie die Euregio Igrenzes mitteilt, hat der lokale Lenkungsausschuss für Kleinprojekte des Kooperationsprogramms Freistaat Sachsen Tschechische Republik 2014-2020 auf seiner Sitzung am Mittwoch in Klingenthal grünes Licht für 7 deutsch-tschechische Kleinprojekte deutscher Antragsteller gegeben. Freuen kann sich unter anderem der erste TTV Schwarzenberg. Durch Sportbegegnungen will der Tischtennisverein mit seinem Partner KST Apollo Ustinat Labem zur Erhöhung von Sprachkenntnissen gelangen. Dazu haben sich die beiden Vereine ein 7-tägiges Tischtennistrainingscamp vorgenommen. Sprachunterricht soll es dann täglich für eine Stunde zwischen den Trainingseinheiten geben. Die Förderung beträgt knapp 15.000 Euro. Fast 10.000 Euro wurden dem ersten deutsch-tschechischen Genussmarkt auf dem Spiegelwald in Grünhain-Beierfeld bewilligt. Dieses Projekt wurde vom Tourismuszweckverband Spiegelwald mit einem tschechischen Partner geplant. Primäres Anliegen: in konzentrierter Form das vielfältige Angebot regionaler Produkte aus dem Nachbarland kennenlernen und probieren zu können. Über weitere ähnliche Projekte werden wir noch berichten. Am Mittwoch haben sächsische und tschechische Polizisten bei uns im Grenzgebiet gemeinsam für mehr Sicherheit kontrolliert. Insgesamt waren von Mittag bis Abend rund 150 Beamte der Polizeidirektionen Zwickau und Chemnitz-Erzgebirge sowie der Bezirkspolizeidirektion Karlovy Vary in den Einsatz eingebunden. Die Kontrollen erfolgten zwischen Klingenthal und Ehrenzipfel mit Schwerpunkt der Grenzübergangsstellen Johann-Georgen-Stadt und Klingenthal. Insgesamt wurden 135 Fahrzeuge sowie 209 Personen überprüft, bei denen insgesamt 25 Ordnungswidrigkeiten festgestellt wurden. Der FC Erzgebirge Aue hat am Mittwochabend sein erstes Testspiel innerhalb der Vorbereitung auf die neue Saison bestritten. Gegner des Zweitligisten war der SV Blau-Weiß Albernau. In der ersten Halbzeit trafen Pascal Testro, Christoph Dafner je 5-mal und Jan Hochscheid 2-mal zum 12:0 Halbzeitstand. Zur Halbzeit wechselte Cheftrainer Daniel Mayer bis auf Torhüter Robert Jentrusch komplett durch. Nach der Pause trugen sich Probespieler Yannick Mause, Florian Krüger, Hikmet Çiftçi und Calgero Rizzuto, Patrick Strauß, Clemens Fandrich, Nicolas Sessa und Probespieler Bruno Soares in die Torschützenliste ein. Das Spiel in Albernau, das anlässlich der Weihe des neuen Rasenplatzes stattfand, sahen über 2000 Zuschauer. Als am 15. Juni die AWO in Sachsen in Dresden das 100-jährige Jubiläum feierte, bekam der stellvertretende Vorsitzende des AWO-Kreisverbandes Aue-Schwarzenberg, Gerd Weigel, die Ehrenmedaille der AWO Sachsen für sein ehrenamtliches Engagement verliehen. Der Geehrte ist seit 1. Dezember 2006 Mitglied in der Ortsgruppe Schwarzenberg und gehört dem Vorstand des AWO-Kreisverbandes Aue-Schwarzenberg an. In dieser Funktion ist er unter anderem Ansprechpartner für die 5 Ortsgruppen und nimmt regelmäßig an deren Versammlungen teil. In der Stadt Hartenstein wurde vom 14. bis 16. Juni 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr gefeiert. Höhepunkt des dreitägigen Programms war der Festumzug am Sonntagnachmittag. Hier erste Impressionen von der stimmungsvollen Veranstaltung.
Sommer anfangen, wollen wir doch mal sehen, was der Sommer 2019 so alles drauf hat. Wollen wir aber auch sehen, was der Tag an Neuigkeiten bereithält. Nochmal Aktuelles aus der Region bei Kompakt. Willkommen und Glück auf! In Geier stießen Arbeiter bei Baggerarbeiten an einem Teich auf zwei im Schlamm steckende Stabhandgranaten. Von der hinzugezogenen Polizei wurde der Bereich gesperrt. Im Anschluss beseitigte der Kampfmittelbeseitigungsdienst die beiden Granaten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand waren diese nicht mehr scharf. In Schönheide hat der ZWW, der Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge, ein neues Regenrückhaltebecken in der Nähe der Angerstraße unterhalb des Bahndammes in Betrieb genommen. Schönheidern ist der Standort bisher als Dorfloch bekannt. Entstanden war es durch amerikanische Granaten, die im Mai 1945 Schönheide trafen. Das neue Rückhaltebecken hat ein Gesamtvolumen von 1910 Kubikmetern. Es ist ein mit Dichtung aus Betonitmatten errichtetes Erdbecken mit einem Dauerstauvolumen von 970 Kubikmeter für Feuerlöschzwecke und einem Trockenstauvolumen von 940 Kubikmeter. Die gedrosselte Ableitung zum Tannenbach erfolgt relativ mittig über ein Mönchbauwerk mit Drosselventil zum Rechen. Bei der Übergabe hat der Schönheider Amtsverweser Eberhard Mädler die Gäste in Erinnerung kurz innehalten lassen. Bei dem Granatenangriff vor 74 Jahren waren auch vier 13-jährige Buben aus dem Ort ums Leben gekommen. Für das Kreiskrankenhaus Stolberg sind Fördermittel in Höhe von 3,435 Millionen Euro freigegeben worden. Damit sollen die Intensivstation und eine neue Intensivüberwachungspflege als Bindeglied zwischen ITS und Normalstation umgebaut bzw. neu eingerichtet werden. Darüber freue ich mich sehr, so die SPD-Landtagsabgeordnete Simone Lang, die Mitglied im Haushalts- und Finanzausschuss ist. Insgesamt wurden jetzt 53 Millionen Euro für 6 Krankenhäuser im Freistaat, darunter außerdem die Paracelsus-Klinik Zwickau, das Klinikum Chemnitz und das DRK-Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein freigegeben. Eine Gruppe Pilze ließ sich am Donnerstagmorgen am Rande des Schulhofes vor der Oberschule im Bayerfeld entdecken. Dass ein Staatssekretär zu dieser Zeit im Technikzentrum der Grünheim-Bayerfelder Bildungseinrichtung weilte, hatte allerdings mit dem Platz hinter der Schule zu tun. Kultusstaatssekretär Herbert Wolf übergab einen Fördermittelscheck von insgesamt rund 177.000 Euro an Bürgermeister Joachim Rudler. Mit dem Geld sollen die Außenanlagen erweitert werden. Im zurzeit sich noch wild präsentierten Bereich hinter der Oberschule sollen vis-à-vis des Fritz-Körner-Hauses neue Flächen zur Freizeit- und Pausengestaltung für Ganztagsangebote wie Theateraufführungen, Konzerte und für Sportveranstaltungen entstehen. Die Gesamtbaukosten betragen 282.000 Euro. Die Fördermittel stammen aus dem Programm Brücken in die Zukunft. Wie Bürgermeister Joachim Rudler erklärte, sind weitere Fördermittel für den Ausbau der Schule beantragt. Wir wollen die Schule kreieren, die das Jahr 2040 nicht fürchten muss, so das Stadtoberhaupt. Ob dann noch Pilze auf dem Schulhof zu entdecken sind, wer weiß. Über eine Kleinprojekteförderung in Höhe von rund 15.000 Euro seitens der EU kann sich der Köhlerverein Erzgebirge freuen. Sein Fördervorhaben widmet sich buchstäblich dem Pfad der alten Köhler des Erzgebirges. Gemeinsam mit Partner Stretni Lesnička Škola Slutice will man im September deutsch-tschechische Begegnungstage ausrichten. Im Plan des dreitägigen Köhlerfests vom 6. bis 8. September stehen unter anderem die Eröffnung des Freilichtmuseums Schauköhlerei Sosa sowie ein deutsch-tschechischer Schülerprojekttag rund um die Köhlerei. In der Kreisstadt begann am Freitag die Annaberger Keet. Auch in diesem Jahr warten zahlreiche Attraktionen und Neuheiten in über 100 Geschäften auf die Besucher aus nah und fern. Neben traditionellen Angeboten gibt es wieder viele Neuheiten. Die diesjährige Austragung von Sachsens größtem Volksfest dieser Art ist gewissermaßen die Ruhe vor dem Sturm. Im kommenden Jahr wird nämlich das Jubiläum 500 Jahre Annaberger Keet gefeiert.
In Eibenstock ist es zur Tradition geworden, die Neugeborenen der Stadt zu begrüßen. Nun gab es das erste kleine Jubiläum. Seit 10 Jahren werden die Neugeborenen mit ihren Eltern im Rathaus der Stadt Eibenstock mit einem Begrüßungsgeld in Höhe von 100 Euro willkommen geheißen. Jüngst waren es 12 Babys und deren Eltern, die Bürgermeister Uwe Stab persönlich beglückwünschen konnte. Gemeinsam mit einem Lätzchen, bestickt mit dem Wurzelrudi und der Aufschrift »Ich bier Klarner Arzgebirger«, überreichte er den ersten Teilbetrag des Begrüßungsgeldes. So sah es auf dem Auer Altmarkt am Tag genau vor 15 Jahren aus. Im Juni 2004 begann der Umbau dieses Bereiches offiziell. Bis zum Beginn der Weihnachtszeit entstanden eine große Fläche für Märkte und Veranstaltungen sowie ein Brunnen mit Sitz- und Grünflächen. Der Asia-Imbiss und das Toilettenhäuschen, die bis vor 15 Jahren das Bild von der zentralen Engelkreuzung in Aue prägten, verschwanden dagegen im Zuge der Baumaßnahme. Der FC Erzgebirge Aue hat am Donnerstagabend die Verpflichtung von 2 jungen Offensivspielern bekannt gegeben. So hat sich der Zweitligist für die kommenden 3 Spielzeiten die Dienste von Erik Majetschak gesichert. Der 1,85 Meter große Offensivspieler kommt von Rasenballsport Leipzig. Erik Majetschak kann mit seinen 19 Jahren schon Einsätze in der Europa League vorweisen und spielt seit 2015 für deutsche Jugendnationalmannschaften. Mit der U17-Nationalmannschaft nahm er als Kapitän an der U17-Fußball-Europameisterschaft 2017 teil. Außerdem wurde Njegos Kupusovic für 1 Jahr von Roter Stern Belgrad ausgeliehen. Der 19-jährige Stürmer ist Jugendnationalspieler Serbiens und war für Roter Stern Belgrad in der UEFA Youth League unter anderem gegen den FC Liverpool und PSG Eindhoven im Einsatz. In der Stadt Hartenstein wurde vom 14. bis 16. Juni 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr gefeiert. Bilder vom Höhepunkt, dem Festumzug, haben wir gestern bereits gezeigt. Zu den 3-tägigen Feierlichkeiten im Zwickauer Land waren natürlich auch viele Gäste aus dem Erzgebirgskreis gekommen. So zogen am Sonntagnachmittag zum Beispiel auch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Geier mit durch Hartenstein. Ein ums andere Mal hieß es Wassermarsch und die Feuerwehrleute in ihren historischen Kostümen holten den letzten Tropfen aus ihrer Handdruckspritze heraus. Achtung, es wird nochmal nass. Männer, Pumpe. An. Ist nur Wasser. Soweit unser Rückblick. Kurzer Blick noch ins Magazin. Wir wollen darin mit Ihnen nochmal am Filzteich feiern, denn die große Silberstromparty Filzteichfest hatte am vergangenen Wochenende ja wieder richtig viel zu bieten. Wir lauschen Anton Günther und der Blasmusik und schauen in die Kochtöpfe bei den Erbgerichten. Das alles immer zur vollen ungeraten Stunde hier bei RTV. Ihnen aber jetzt ein schönes Wochenende. Ab Montag ist Carsten Blechschmidt für Sie da. Ich sage bis bald und Glück auf!